hi Freunde. Wieder Ralf Suhr aus der Natur, hier ganz in groß und live. Ja, ich habe Folgendes vor. Ihr wisst vielleicht, oder einige wissen vielleicht, dass ich bei Bestwater eingestiegen bin und diese super genialen Osmoseanlagen vertreibe. Ich kann euch nur jedem empfehlen, sich so eine Anlage zuzulegen, weil ganz klar, unser Wasser wird immer dreckiger, auch das Leitungswasser wird wirklich dreckiger. Es gibt allen möglichen Schadstoffe im Leitungswasser, darunter Antibiotika, darunter Östrogene und Mikro- oder Nanopartikel, Kunststoff, Plastikteile in Nanoformat, die wir über unser Trinkwasser einfach auf uns zu uns nehmen. Und das wollen wir ja ein bisschen vermeiden, ne? Das ist ja klar, wir wollen ja gesund bleiben. Und dazu habe ich mir selber eine Osmoseanlage von Bestwater gekauft. Und heute, Leute, mache ich den Extremtest. Ich habe die nämlich dabei, hier in meinem Rucksack. Und hier aus diesem Wasserloch, beziehungsweise aus diesem Kanal, aus diesem Gewehr, werde ich heute Wasser gewinnen und das zu Trinkwasser verarbeiten. Vorher werde ich aber noch einen Test machen. Und zwar werde ich eine kleine Analyse, einen Test machen, ja, keine Analyse, sondern nur einen Test. Ja, ich möchte gerne diese Wasserflasche hier möchte ich heute füllen. Darum geht's und dazu gleich mehr. Okay. So, liebe Freunde, jetzt habe ich ein bisschen mich hier in den Windschatten verkrochen, damit man mich auch ein bisschen besser versteht. Ja, das ist der Rucksack, da habe ich alles drin, was man braucht. Okay. Jetzt packe ich mal aus. Und zwar, was braucht man, um sauberes Wasser herzustellen? Erstmal habe ich hier ein BPA-freies Glas, einen Trinkbecher mitgebracht. Dann habe ich hier BPA-freie, faltbaren Wasserkanister. Dann habe ich hier noch einen BPA-freien faltbaren Wasserkanister, und zwar fürs Osmosewasser. Coole Nummer hier. Ja, und jetzt kommen die Hauptbestandteile. Also erstmal, braucht man auf jeden Fall entweder eine Motorradbatterie oder eine Solaranlage, also eine Solarzelle. Die Anschlusseinheit. Hier habe ich eine kleine Boosterpumpe. Die hatte ich noch. Hier wird das Wasser mit angesaugt. Und hier kommt das Wichtigste, das Herzstück. Das ist die Bestwater Osmoseanlage. Ja, kleines Teil. So, also jetzt zeige ich euch das mal eben. Hier haben wir den Aktivkohlevorfilter, und zwar ein Aktivkohlevorfilter aus Kokosfasern. Ja, das ist also eine Kokosaktivkohle. Umprägnierte Aktivkohle aus Kokosnussschalen zeichnet sich dadurch besonders aus, besonders durch feine Poren aus. Kokosnussschalen gehören daher zu den edelsten Grundstoffen für Aktivkohle. Umprägnierte Aktivkohlen nehmen Schadstoffe wesentlich rascher auf als imprägnierte, da die Schadstoffe hier physikalisch absorbiert werden. Die physikalische Absorption geht sehr viel schneller vonstatten als die chemische Absorption der imprägnierten Aktivkohlen. So, dann haben wir hier die Membrane. Das ist das Hauptelement. Und zwar sind das mehrere Schichten, eine Polymerfolie, Trägermaterial und eine Schutzschicht und dann die Nanoporen. Also das heißt, die Porengröße einer Umkehrosmose-Membrane ist ungefähr 5000 mal kleiner als der Durchmesser eines Bakteriums.
Und nur Wassermoleküle sind klein genug, um die feinen Poren der Polymerschicht zu passieren. Alles andere wie Bakterien, Viren und andere Stoffe schafft es aufgrund seiner Größe nicht und wird abgeschieden. Also schafft es nicht, durch die Membrane durchzugehen. Ja, steht hier noch was über die Konstruktion der Membrane, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich wollte euch jetzt einfach nur zeigen, wie funktioniert das Teil. Achso, hier habe ich nochmal eine, das ist die Weltneuheit, zehnfache Energetisierung. Da läuft das Wasser dann nochmal durch verschiedene Energetisierungseinheiten durch, wie zum Beispiel Zeolithmineral, Bergkristall, Korallensand aus der Karibik, Amethyst, Edelsteine, Biophotonentechnik, 7-Farbspektrum, Edelstahlspirale für rechtsdrehendes Wasser und Glasgenerator mit den originalen Heilschwingungen der Heilwässer von Lourdes, Fatima, Mekka. Dann die Eclipsi-Energetisierung mit 90.000 Bovis-Einheiten und den Glasgenerator zur Entlastung von Radioaktivität. Also da ist schon einiges drin. Okay, jetzt bauen wir das mal hier auf. Andere Perspektive. Moment. Ja, passt, wie gesagt, alles in einen Rucksack rein. Leer. Und jetzt gehe ich mal eben kurz Wasser holen. Und zwar habe ich diesen Beutel dafür. Den werde ich jetzt mal mit Wasser füllen. Damit ihr auch seht, dass es wirklich aus diesem Fluss kommt. Fülle ich das jetzt einfach mal. So. Jetzt werde ich diesen Beutel füllen. Und zwar von der Seite. Weil der Wind, der treibt die ganzen Gräser und sowas und die Algen, die da drin sind, auf die rechte Seite von dem Fluss. Und ich gehe mal da drüben hin und hole jetzt Wasser. So Leute, ich habe jetzt mal hier Wasser geholt und ich frage euch wirklich, kann man das noch Wasser nennen? Ja? Ich glaube eher, das ist aufgelöste Gülle. Das werden wir aber gleich mal feststellen, indem ich einen Test machen werde und euch dabei teilhaben lasse. Also, erstmal fülle ich jetzt hier ein bisschen was von dem Güllewasser ab und machen einen kleinen Test. Oh, fast in den Graben gelandet. Sieht man das? Gut, super. Ja, dazu habe ich ein kleines Mini-Labor mitgebracht. Und zwar ein PPM-Messgerät, das heißt Particle per Million, werde ich feststellen. Und zwar ist das hier von Tetra ein Mehrfachtest, eine Mehrfach 6 in 1. Und zwar kann man hier den Nitratgehalt und den pH-Wert, Nitritgehalt und einige andere Stoffe testen. Ja, so, das machen wir jetzt mal auch. Jetzt nehme ich mal einen Teststreifen, halte den hier ins Wasser rein, ganz kurz, reicht aus schon. Und jetzt schauen wir mal gleich, wie sich das Wasser hier, wie das Wasser belastet ist. Da unten kann man schon sehen, der wird ganz schwarz. So, dann haben wir, ups, Moment, ist es richtig rum? So rum muss ich. Dann haben wir hier oben im pH-Wert, im pH-Bereich, da sind wir neutral. Hier oben haben wir den Bereich Nitrit. Da sind wir schon ein bisschen, da sind wir drüber auf jeden Fall. Hier unten sagt er uns, use AquaSafe. Und zwar 1,5. Gut. Also, ich frage euch jetzt mal, würdet ihr hier einen Schluck Wasser raus trinken? Also ich nicht, auf jeden Fall.
So, jetzt machen wir hier den Partikel per Million Test. Power. Es ist 14,4 Grad und PPM liegt bei 126. Also 128 steigend. Ja, 130. Das ist also die Qualität vom Leitungswasser hier in der Region. Das ist noch ein bisschen weniger sogar, weil es ist ja auch Regenwasser. So, jetzt haben wir hier das Dreckswasser und ich schließe jetzt mal kurz hier die Pumpe an. Das ist ganz einfach. Braucht man nur hier dieser gelbe Schlauch, der kommt einfach hier in die Pumpe rein. Und diesen Schlauch hier ist der Ansaugschlauch. Der kommt einfach in das Dreckwasser. Torradbatterie. Dafür habe ich natürlich noch was mitgebracht, damit es auch hier ein bisschen hält. Eine Klammer. So. Gucken, ob der drin ist. Ja, ist drin. So. Und jetzt kann es losgehen. Plus, minus. Eben gucken, ob das richtig ist. Und natürlich hier öffnen. Dazu nehme ich dann den PPA-freien Wassersack und möchte das Wasser hier abfüllen. Eben den Druck hier überprüfen. Hier ist auch eine Druckeinheit drin. Da kann man testen, ob die Barzahl in Ordnung ist. Und jetzt schließen wir das Ding einfach mal an. So. Warten wir mal eben, bis das Wasser hier rauskommt. So, da kommt es schon. Da kommt das saubere Wasser. Und hier läuft das Dreckswasser raus. Wasser braun ist und hier absolut klar. Ja, und so, liebe Leute, mit einem Solarpanel ist es möglich, 180 Liter am Tag zu produzieren. Man braucht im Prinzip einfach nur den Schlauch hier in den Kanal reinhängen und hier kommt reines Trinkwasser raus. Ja, ihr seht hier ganz klar, hier wird das Wasser abgeschieden. Hier kommt die Suppe, die Brühe so wieder raus, wie sie im Kanal rumschwimmt. Und hier kommt das Wasser absolut trinkbar und klar raus, energetisiert. Ja, hier könnt ihr also sehen, das Wasser, was hier rauskommt, ist dreckig, genauso wie ich das aus dem Kanal geholt habe. Hier habe ich super klares Wasser, was ich jetzt hier so trinken kann. Ohne Nebengeschmack, ohne irgendwelche Verunreinigungen. Das ist 100% klares Wasser. Ja, ich möchte unbedingt noch ein paar weitere Vorteile von dieser tollen Osmoseanlage hervorheben. Und zwar gibt es ja Bereiche oder gibt
gibt es ja Regionen auf dieser Erde, wo Trinkwasser knapp ist oder überhaupt gar nicht zur Verfügung steht, weil Nestle die Wasserstellen oder die Quellen abgräbt und den Menschen das Wasser erzieht. Also meine Idee ist es, für jede 15. verkaufte Anlage eine Osmoseanlage in dieser Größe in ein Land zu schicken, wo Not besteht und wo die Leute sauberes Trinkwasser benötigen. Ja? Also da setze ich mich für ein und möchte da helfen. Das können wir dann auch im Zuge von Native Power mit integrieren, dass wir zum Beispiel auf unserer nächsten Himalaya-Expedition ein paar Geräte mit nach Indien nehmen und dort eben Menschen spenden oder Dörfern spenden, die keinen Zugang zu richtigen Wasser, also trinkbaren Wasser haben. Ja, welche Vorteile hat diese Osmoseanlage für euch? Ist ganz, nicht ganz klar auf der Hand. Unser Trinkwasser ist mittlerweile so verseucht, es wird uns als sauber verkauft, aber es ist wirklich nicht mehr sauber. Das kannst du total vergessen. Da sind Antibiotika drin, habe ich alles schon erzählt. Da ist eine Menge Chemie drin, Plastikpartikel und. Und das wollen wir natürlich alles nicht in unserem Körper haben. Wir brauchen ja reines Wasser. Wenn wir dieses Leitungswasser weiter trinken oder auch das Mineralwasser, was wir überall kaufen können, was eigentlich auch hauptsächlich auch zum Wasser rankommt, einige nur bieten also gutes Wasser an, Lavitana, glaube ich, ja, Lavitana, das sind natürlich Wässer, die kann man trinken. Aber ansonsten diesen ganzen anderen Kram, Wilsa und Geroldsteiner und so weiter, das kannst du getrost vergessen, das kannst du so in Ausguss kippen. Da wirst du eher krank von. Und wenn du dich gesund ernähren möchtest, weil Wasser ist ja Lebensmittel, das muss man auch mal ganz klar sagen, wollen wir ja auch ein Lebensmittel haben und das ja auch Leben vermittelt, so gesehen. Also wer sich gesund ernähren möchte, der sollte reines Wasser trinken. So, jetzt nochmal zum PPM-Test. Also, vielleicht kann man das, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier haben wir jetzt 0 und ich halte das jetzt ins Wasser rein. Und das Wasser hat noch 12 ppm. Ja, kann man sehen, glaube ich. Okay. 12 ppm, das ist extrem wenig an Partikeln und kann als sauber betrachtet werden. Weil ganz einfach, Wasser über 80 ppm ist nicht mehr in der Lage, Schadstoffe aus dem Körper zu transportieren. Die meisten Mineralwässer, die wir haben, oder die angeboten werden, außer Lavitana, haben über 200 bis 300 ppm. Ja, das heißt also, das Wasser ist überhaupt nicht förderlich für unsere Gesundheit. Und ich würde es nicht mehr trinken. Genauso wie unser Leitungswasser. Also unser Leitungswasser hier zum Beispiel in der Region, das kommt aus einer guten Quelle, das hat 160 ppm. In Oldenburg, habe ich gerade gemessen, liegen wir bei 260. Und das ist natürlich ein Wasser, was überhaupt nicht zuträglich ist. Ja? Das können wir total vergessen. Das braucht keiner mehr trinken. Und wenn man bedenkt, dass dieses Wasser auch noch die ganzen Schadstoffe enthält, wie Antibabypille, Östrogene, Nitrate, Nitrite, Nanoplastikpartikelchen und was dann, was sie jetzt noch alles dazu herausgefunden haben, wie zum Beispiel Löschschaum, ja, was ins Grundwasser geht, ist auch total schädlich für den Körper. Und nicht zu vergessen, Chemtrails, ja. Chemtrails, die ganzen Flugzeuge, die hier, die also Aluminium, Barium und den ganzen Rotz hier in der Atmosphäre vernebeln, was natürlich auch runterrieselt und dann ins Wasser gerät und von den Kläranlagen auf keinen Fall rausgefiltert werden kann, kommt wieder über Sedimentschichten zurück in unser Trinkwasser und verseucht uns. Ja? Also Leute, ich tut euch einen Gefallen, kauft euch eine vernünftige Osmoseanlage mit einem guten Kunststoff. Das ist ultra wichtig. Am besten eine Bestwater-Anlage, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass diese Anlage zertifiziert ist. Viele große Unternehmen
setzen diese Anlage auch für ihre Belegschaft ein, weil diese Firmen, die wollen natürlich auch, dass es ihrer Belegschaft gut geht. Ja, viele Unternehmen setzen Osmosewasser auch ein, um Lebensmittel herzustellen, wie zum Beispiel Bäckereien. Da ist gewährleistet, dass das Brot immer gleich schmeckt und auch keine Schadstoffe hat. Dann zum Beispiel auch Lebensmittelfabrikationen, die viel mit Wasser arbeiten, in einer Dosensuppenherstellung. Sehr interessant wird die Osmoseanlage für Gastronomie und Großküchen, wie auch Hotels. Die Hotels haben ihre eigene Wasserquelle im Haus, können ihre Gäste und Kunden mit frischem Wasser versorgen. Was direkt aus der Leitung kommt, ist natürlich praktisch. Braucht man nicht mehr Kisten schleppen und diese ganze Logistik, die fällt weg. Ja, es wird auch Sprit gespart, Transport etc. fällt alles weg. Und vor allen Dingen Produktion von Kunststoffflaschen und Glasflaschen, die braucht natürlich auch eine Menge Energie und das kann auch alles eingespart werden. Also es gibt nur Vorteile und was auch genial ist, ist, man kann natürlich auch dieses Wasser mit Kohlensäure versetzen, ja, was natürlich nicht so gesund ist, aber viele Menschen trinken eben halt auch kohlensäurehaltiges Wasser und der Wirt kann zum Beispiel aus einer Zapfanlage direkt das Wasser zapfen und den Kunden auf den Tisch stellen. Die werden sich natürlich wundern, was das für ein tolles Wasser ist, weil das schmeckt einfach super gut. Und zum Glas guten Wein gehört auch ein Glas gutes Wasser, das wissen wir alle. Und das kann ich nur empfehlen. Mit einer Bestwater-Anlage kriegen wir das hin. Da freuen sich die Kunden und sie kommen auch wieder. Kostenfaktor in der Gastronomie und im Hotelgewerbe spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Hier kann richtig gespart werden. Ein Liter Osmosewasser in der Herstellung kostet nicht mal 20 Cent. Da kann sich ja jeder ausrechnen, welchen Vorteil das ihm das bringt. Kann mit Kohlensäure versetzt werden und ganz normal als Mineralwasser verkauft werden. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt genug über Osmose, Umkehrosmose erfahren und fandet meinen Test gut. Dafür bekomme ich doch bestimmt einen Daumen hoch. Und spart euer Geld, investiert es in eine Osmoseanlage, damit ihr auch in Zukunft reines Wasser zur Verfügung habt und dass es euch auch besser geht gesundheitlich. Das ist nicht mehr viel am Herzen, dass es euch gut geht. Und ja, wir sehen uns irgendwo auf einer Messe oder wir sehen uns demnächst auf einer Veranstaltung. Und ich freue mich, ja. Ansonsten alles klar, euer Ralf Suhr aus der Natur. Tschüss. Ja, mein Auftrag war es ja, diese Flasche zu füllen. Das mache ich jetzt auch. Ja, praktisches Teil auf jeden Fall. Könnt ihr bei mir erwerben. Zum Wohl.